Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ein bisschen ein trauriges Video, weil das Auto wird verkauft. Auf dem Channel ist nicht sehr viel zu dem Auto gekommen. Das hat eigentlich den gleichen Grund, wieso es jetzt verkauft wird. Nach, ich glaube, 5 Monaten, was ich damit gefahren bin. Der Grund ist halt einfach, das Auto bockt halt nicht so sehr, wie ich mal gedacht habe. Es hat einen guten Sound, es hat gute Leistung, es hat ein Allrad, aber es bockt halt einfach nicht so. Das ist halt, erstens, der Verbrauch ist nicht so gering, wie ich mal gedacht habe. Also viele, die da drunter geschrieben haben, ja, ich bin mit einem 1.9er DDI Allrad besser dran gewesen, ja, ich habe es recht gehabt. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn man halt normal fährt, dann verbraucht er echt nicht so viel. Dann verbraucht er halt seine 7 Liter. Aber sobald man dann halt wirklich voll ausdreht und so, dann verbraucht er halt schon 10 Liter mindestens. Und ja, deswegen wird der jetzt verkauft. Ihr seht ja schon, es ist ein bisschen was gemacht worden. Wir haben den ganzen Rost gekriegt und so, weil er hat mir ja gebockt und alles. Aber halt einfach zu wenig, dass ich da jetzt wirklich mehrere einstecken würde und dass ich den jetzt halten würde. Und ja, was wird mal abgehen? Das da wird mal abgehen. Jetzt mal beim Aufspannen. Und da drum beim Zusparen. Weil das ist halt einfach was Geiles. Klar kann man es in die anderen Autos auch einprogrammieren, aber es hat halt einfach so seine Schönheit. Und was ist denn noch? Ja, natürlich der Sound, der ist natürlich, er ist einfach geil. Für das, dass es ein serienmäßiges Auto ist, ist es einfach krank. Vor allem, du fährst durch die Stadt, jeder schaut dich an. Und dann denken sie sich so, hä, was kommt da her? Ja, das kann doch nicht der Vierergolf sein. Doch, es ist der Vierergolf. Und das ist halt einfach, das zaubert mir halt auch immer wieder ein Lächeln ins Gesicht. Und ja, leider hat er natürlich nicht das Turbo-Gefühl. Und ich kann es jetzt schon sagen, wir haben ein neues Auto gekauft. Und das wird dann auch demnächst vorgestellt werden. Das hat aber das Turbo-Gefühl. Das hat das noch viel mehr als beim schwarzen Pferd. Und ja, deswegen, der wird von uns weichen. Er war ein treuer Gefährte. Es hat, haben zwar viele Sachen gefehlt. Also wir haben viele Sachen erneuern müssen. Cut, Kupplungszylinder, also der was die Kupplung reindrückt. Lambda-Sonden haben wir lange ein Problem gehabt. Dann war einfach nur jetzt, dass wir da einen Rost gerichtet haben. Überall an der, also Motorhaube. Kotflügel, Heckklappe. Es waren halt einfach so Sachen, die man halt machen müssen. Da war einmal die Antriebswelle ab, dann beim Pickerlösen die Stoßdämpfer zum Tauschen gewesen. Es waren halt einfach Sachen, die gemacht werden haben müssen. Aber die sind jetzt alle repariert und eigentlich verkaufen wir jetzt ein perfektes Auto. Das ist ganz witzig, weil wo wir es gekauft haben, war es eben alles andere als perfekt. Der Ölstandsensor, die Lampe hat die ganze Zeit geleuchtet, Motorkontrolle war an. Weil eben der Cut im Arsch war und weil der Ölstandsensor im Arsch war. Es sind halt alles so Sachen, die wir halt machen haben müssen, eigentlich nicht machen wollten, eigentlich billiger Auto haben wollten. Und das neue Auto, was ich jetzt habe, das fahre ich jetzt auch schon seit 3 Monate, ja. Den habe ich jetzt, glaube ich, seit 7 Monaten gefahren, bin in 5 Monaten, nachher ist er fast nichts mehr gefahren worden. Also ist nicht gar nichts mehr, sondern er ist halt wenig gefahren worden, sagen wir so. Und zum meisten hat es halt mein Papa hergenommen, wenn er es halt für irgendwas gebraucht hat. Und ja. Ein bisschen traurig bin ich natürlich schon,
Vor allem, er hat da gute Innenausstattung gehabt und alles. Aber ja, was soll ich sagen? Es ist halt einfach. Die Lust ist halt einfach nicht mehr so da, mit dem Auto zu fahren. Und nur, dass ich dann auch mal durch die Stadt fahren kann und jeder schaut mich an und denkt so, hey, welches Auto ist das jetzt so laut? Das ist mal nicht wert. Und das ist eben kein Kurzer, das ist es ja. Und ja. Deswegen von dem her muss ich einfach sagen, ja, der wird jetzt verkauft. Ich glaube, das haben wir jetzt alle mitgekriegt. Und ich würde sagen, gibt es noch einen kurzen Bond zu dem Auto. Und ja, peace out. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace out.